Und ich würde sagen, wir gucken noch ein letztes Mal auf unser Team. Und dann würde ich sagen. Ah ne, das sag ich doch. Ja, ist gut. Jetzt glitscht das noch mehr rum als vorher. Hast du was Neues? Nö. Mal gucken, komm mal hier nochmal rein. Nein. Ist hier irgendwas Besonderes? Nein. Komm, wir gehen noch einmal nach Gensokyo. Mal gucken, ob es da was Neues gibt. Wir gehen noch einmal in die Scarlet Devil Mansion. Ich will mal gucken, ob Flandre da ist. Da. Und hier haben wir schon mal Sanai. Moment, wir können doch fliegen. Das ist das Letzte, was ich in dem LP noch machen möchte. Aber wir können nicht fliegen. Na gut, dann laufen wir. Kein Problem. Ja. Ist gut. Ach, wir haben ja auch keinen Zerschneider jetzt, deswegen. Ja gut, wir müssen jetzt wirklich den regulären Weg gehen. Ich möchte einfach gucken, ob Flandre dann überhaupt da wäre für noch ein Part. Weil ich muss mir das echt zweimal überlegen, das hat mich so gestresst, denn dann kommt das sowieso erst viele Tage später. Gut, für euch kommt das jetzt sowieso ganz, ganz viel später. Ich bin momentan bei Folge 43 oder sowas zu am Uploaden. Joa. Das hier wird Part 60, irgendwas 60 sein, Mitte 60. Schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Wenn ich natürlich schon extrem lange am Aufnehmen bin, dann könnte das hier sogar gut schon an die 70 rankommen. Gut. Und wir haben. War hier nicht vorhin eine Kiste irgendwo? Hehehe. Ich glaube, ich habe Pflanze gefunden. Okay. Aber kann man das mal selbst nehmen? Nee. Wartet mal. Patchouli hat gesagt, man soll doch danach nochmal zu ihr kommen. Ah, stimmt, wir kriegen ja jetzt einen Zero Boneka. Mia, endlich bist du hierher gekommen. Ich möchte dir dieses Boneka geben. Zu schade, deine Party ist voll. Ja, das machen wir noch. Und ich werde ein Safe-Set machen, weil ich möchte ein ganz gewisses Boneka haben. Dafür muss jetzt mal kurz Yuriko weichen. Das mache ich jetzt noch. Danach ist das LP aber zu Ende. Okay. Safe State. Endlich bisher gekommen. Und wir bekommen ein Boneka von Patchouli. Bitte gebe gut Acht auf das Boneka. Zero Giano. Die ist hässlich. Die ist shiny, oder? Nee. Ganz ehrlich, ich will keine giftgrüne Chirme. Nee. Was haben wir diesmal? Ein Raisin. Wieder shiny. Nee, ich möchte. Ah, okay, also Raisin war Gift. Marissa war Wasser. Möchte ich aber auch nicht. Sanae war Flug. Marissa hatten wir schon. Shinki, können wir mal gucken. Sie war einfach nur. Und nicht? Da habe ich so lange für gebraucht, um es herauszufinden. Zero Remilia. Du bist Feuer und Licht. Und blond. ja. Also hier im Wesen zu fahren, das ist ätzend. Ich möchte aber noch mein Boneka, das ich behalten möchte. Nein. Sakuya, was haben wir hier? Die haben wir gar nicht gesehen, oder? Die Stahl, okay, die hat sich nicht verändert, die ist nicht groß. Eine Raisin haben wir schon.
komm, gib mir das, was ich will. Nein, ich möchte keine Schirme. Eine Mima, was ist ein Mima? Undicht Geist. Okay. Occult Dance, was hat denn das? 120 Stärke. Boah. Kein Wunder, dass es so reingehauen hat. Mit Step. Ist das nicht auf 180 Stärke? Ah, eine Yukari haben wir jetzt. Die ist undicht Psycho, Tatsache. Was kannst du? Metronome? Okay. Nein, Remedias ist immer noch nicht. Ich mache auch gleich einen Cut, wenn ich sie nicht bekomme. Ja, komm. Oh, Zero Yomo. Da haben wir sie doch. Der hat jetzt pinke Haare. Oh, ich habe sogar direkt das beste Wesen für sie bekommen. Und wie ich die behalte. Yep, Zero Yomo. Die speichere ich jetzt auf State 2. Auf Zero 2. Mhm. Jo, wenn ich wirklich... Ich zeige euch gleich, warum ich jetzt den Kampf noch nicht starte. Speichern. Blondrin. Nee, Chan. Let's play together. Ich zeige euch warum. Ich habe gehört, also soweit ich gehört habe, ist sie die stärkste Trainerin im ganzen Spiel. Ich könnte es ja eigentlich mal just for fun versuchen. Aber ich werde damit Vorspulen spielen. Destroy. One-Hit KO. Direkt einmal tot. Fängt gut an, was? Die ist so richtig brutal. Dann, 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 dann. Oh, wir sind schneller. Okay. Eine Flondre haben wir sogar kalt. Zero Remedia. Du warst Unlicht, Flug oder sowas. Auf jeden Fall warst du anfällig gegen Stein. Wow. Suika sehr praktisch, doch. Mhm. Dadurch, dass du Unlicht bist, solltest du hier gegen... Oh, wie schnell. Unbedingt. Ah, Flinkklaue hat eingesetzt, nehme ich mal an. Na gut. Alles klar. Remedia ist auch down. Komm, ich mach das jetzt noch. Set Room, ja. Aber wir haben ja dieses letzte Mal was gemacht. Ich glaube mit Yomo, ne? Mit, hier. Ich will mich mal ein bisschen ranhalten. Puh, damit war's nicht. Der hat echt so brutale Boneka. Die hat mich gerade überredet. Ich mach doch noch einen Kampf. Also ich mach doch noch einen Part. Oh fuck. Los, Yomo. Boah, das sieht geil aus. Bis auf die pinken Haare. Oh Gott. Jetzt kommt die mit den ganzen Bösen an. Habe ich noch Max Revive? Noch drei Stück hier. Lalalala. Jetzt bereue ich, dass ich von Yuyuko nicht mehr dabei habe. Ich habe gerade echt so ein bisschen Probleme, die zu killen. Fick dich mit deinem One-Hit. Erdbeben. Yes! Zero Sakuya. Die ist nur Stahl, das weiß ich noch. Oh, bitte, Moku, überleg wenigstens einen Angriff, sonst war alles umsonst. Ich weiß, sie hat überlebt.
Herrlich. Max Revive. Ich brauche irgendwas, was lange lebt, Alter. Ich spule jetzt vor, das ist mir zu viel gerade. Ich hab nur noch normale Beleber. Oh Gott, das wird nichts mehr. Ja, One Hit. Das Gute ist, durch die Beleber kann ich zumindest immer den One Hit überleben. Erstmal möchte ich möglichst viel am Leben haben. Weil wir kriegen auch von ihr noch eine Kleinigkeit geschenkt. Okay. Jetzt beleben wir noch die Feinlinie mal wieder. Alles klar. Beleben wir den alten wieder. Oh, wir haben noch ein HP. Schön. Ex-Advance Moko. Perfekt. Full Restore auf Flantre als erstes. Damit überlebt die zwei Schläge. Und jetzt heilen wir den alten hoch. Hey. Scheiße, der Angriff, was? So, heilen wir wieder Flantre hoch. Volltreffer. Na gut. Dagegen kann man nichts machen. Felshagel. Komm schon, Alter, du packst es nochmal. Yes! Wir haben Flantre direkt auf Anhieb besiegt. Hat zwar ein bisschen gedauert. Egal. Das war jetzt das grande Finale. Das war das, was ich gesagt habe, was ich noch maximal mache. Heul. Nee, Chan. Du bist stark. Ich mag dich, wirklich. Nee, Chan. Nimm dies. Nee, Chan. Deine Party ist voll. Ja, wir machen jetzt hier Party hart. Das will ich noch zeigen. Ja, wir kriegen nämlich was. Deswegen wollte ich ja unbedingt eine Yomo hier. Die packen wir jetzt mal auf eine einzelne Box. So. La 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 la. Du 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 du. So, Safe State. Oh ne, Chan. Das hast du das letzte Mal vergessen. Bitte nimm das. Ja, jetzt bekommen wir den Last Word. Flantre. Lass uns doch mal irgendwann spielen. Man kann so oft gegen sie kämpfen, wie man will. Gucken wir uns doch mal Flantre. Oh, ist schon 80. Relax Nature. Puh, ja, das. Ach so. Das ist ein 100% One-Hit-KO. Was zum? So. Ich möchte mal ganz kurz. Boah. Ein One-Hit, der niemals daneben wird. Kann man das erhöhen? Dachte ich mir. Gut. Also gegen die kann man so oft kämpfen, wie man wollen. Kann man gegen durchkämpfen? Willkommen in der Scarlet Devil Mansion, ja? Danke für die ganzen magischen Schriftrollen zurückzubringen. Das ist kein Scheiße. Danke, dass du alle magischen Schriftrollen zu Patchouli zurückgebracht hast. Wie auch immer. Möchtest du gegen mich kämpfen? Nein. Danke. Na gut. Wie auch immer. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast, und unsere kleine Miss würde gerne spielen. Ja. Kurzer Selbstset, nur mal um zu gucken, was hat sie denn. Ich wette, es ist absolut Porn-Mode an. Und sie fängt schon mit 100 an. Kein Bock weiter zu gucken. Hat eigentlich noch irgendjemand hier was nicht davon war? Patchouli, willst du auch kämpfen? Nein. My Link? Nee. Okay. Das war's aber jetzt wirklich.
Ich bin dann mal raus und danke fürs Zusehen bei Tormon Another World und schreibt mir eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Let's Play. Das klang scheiße. Naja, bis zum nächsten Mal.